Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die SamTV Unplugged Box von Sammy Deluxe. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. SamTV Unplugged von Sammy Deluxe. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier einen riesen Karton. Also der ist echt unfassbar groß. Quadratisch. Und etwas ja, flach, um euch das mal zu verdeutlichen. Also ich kriege ihn fast, oder ja, ich kriege ihn kaum ganz aufs Bild. Und um das mal hier kurz irgendwie zu verdeutlichen oder abzumessen, das Ganze, ihr seht es, 60 cm in der Breite und ca. 62 cm in der Höhe. Das sind echt gewaltige Dimensionen. Ist, glaube ich, nach dem Kollega Legacy Award das größte Paket, die größte Box, die ich je so vorgestellt habe. Wir haben hier unten links einen FSK 12 Hinweis, der uns darauf hinweist, dass wir in dieser Box auch noch eine DVD bzw. Blu-ray vorfinden werden. Hier mittig lesen wir groß SamTV Unplugged. Wobei das A dieses Anarchiezeichen ist, dann natürlich das MTV-Logo und das S in so einer Graffiti-Optik. Darunter lesen wir Sammy Deluxe MTV Unplugged. Ebenso hier auf der Unterseite. Und auf der Rückseite, ganz spannend, war natürlich auch noch die Aufkleber von der Post. Die habe ich bereits entfernt. Aber wir haben hier dann aufgedruckt, einerseits mal den Inhalt. Also wir lesen hier. Inklusive Hocker, 4 Vinyl, 2 CD und DVD, Blu-ray und Sticker. Dann lesen wir hier Sammy Deluxe in so einer Tag-Optik. Sieht echt fast so aus, als wäre das mit einem schwarzen Marker hier beschriftet worden. Ganz oben rechts im Eck haben wir dann auch nochmals Sammy Deluxe. Und hier unten haben wir dann noch Kunstwerkstatt, Credits und Barcode. Gut, wir werden das Ganze mal öffnen. Ich glaube am besten ist es hier an der Seite zu beginnen und hier diesen Klebestreifen aufzuschneiden. Da schauen wir mal hinein. So, und diese Riesenbox, diese Dimension dürfte allem voran diesem Inhalt hier geschuldet sein. Das ist dieser Kartonhocker, den wir dann noch zusammenfalten werden. Zu dem kommen wir gleich. Dann haben wir einen weiteren Karton. Dieser wird wohl die Vinyls beinhalten. Dann hier drinnen wild verteilt zwei Sticker. Ansonsten dürfte das Ganze jetzt leer sein. Also wir haben hier zwei Sticker. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich habe mir eingebildet, dass es ursprünglich drei Sticker waren. Und zwar, ihr seht, der ist hier. Also wir haben drei Sticker. Jetzt bin ich beruhigt. Und dann machen wir noch diesen Karton hier auf. In diesem werden sich dann wohl die Vinyls und der restliche Boxinhalt befinden. Jawohl, das sieht gut aus. Also, einmal die Vinyls. Und dann natürlich die DVD. Gut, diese auch wieder verpackt bzw. verschweißt. Hier haben wir den 12er Hinweis, den wir auch schon außen auf dem Karton hatten. Das Ganze hier wieder eingeschweißt. Gut, dass man das Ganze mit einem Sticker gelöst hat.
So kann man den danach abmachen und das Ganze zerstört die Optik nicht. Sieht nämlich echt sehr edel aus mit diesem Schwarzgold. Und dann haben wir hier die LPs, also die Vinyls. Ist die Frage. So, wir starten in diesem Fall mit der DVD. So sieht das Ganze aus. Also SAMTV Unplugged. Lesen wir auch hier wieder in Schwarzgold. Darunter Sammy Deluxe MTV Unplugged. Wie gesagt, dieser FSK 12 Hinweis hier mit Sticker angebracht, können wir dann entfernen. Hier rechts lesen wir auch wieder Albuminterpret und eben MTV Unplugged. Und hier dasselbe nochmals. Auf der Rückseite haben wir die gesamte Tracklist. Also wir haben hier CD1 und CD2. Bedeutet, wir haben hier insgesamt, das ist echt eine Menge, also wenn wir die alle jetzt mal durchzählen, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Wir haben hier 34 Tracks. 34 Tracks auf 2 CDs verteilt. Das ist echt eine Menge. Und wir haben hier jede Menge Features. Also wir haben hier einige Tracks von ASD, also Afrop Semi Deluxe, Patrice, Max Herre, Stieber Twins, Curse, Cool Savage, Megalo, Killer Kela, Afrop, Echo Fresh, Motrip, Chefcat, Torch, Xavier Naidu, Denyo, Beginner, Icy Ice, Nena, Larissa. Also hier gibt sich echt die Deutschrap-Elite, zumindest die Deutschrap-Veteranen, also die eher älteren Deutschrapper, das Mic in die Hand. Mächtige Feature-Gäste. Dann haben wir oben noch das Blu-ray-Zeichen und einen Barcode. Und hier lesen wir das komplette SAMTV Unplugged-Konzert und Behind-the-Scenes-Material auf Video. Gut, so sieht das aus. Wir haben hier links einmal Sammy Deluxe hier live am Performen. Rechts dann am Hamburger Hafen dürfte das sein. Da gab es ja dann auch ein Konzert auf diesem Boot, auf diesem Schiff. Hier links drinnen haben wir ein Booklet. Und zwar haben wir hier das Lied Flagge hissen, Ankerlichten, komplett Wort für Wort abgedruckt. Dann hier so diverse Eindrücke vom Konzert, beziehungsweise so Making-of und Behind-the-Scenes. Hier an dieser Wand haben sich alle verewigt, die mit dabei sind. In diesem Fall sehen wir hier Max Herre und Afrop und hier auch noch Sammy. Live-Eindrücke und jede Menge Fotos. Credits, so sieht das aus, sehr schön. Das Ganze hat hier links seinen Platz. Dann haben wir das Konzert in Blu-ray-Form. Und dann haben wir die zwei CDs, die hier mit dabei sind. CD 2. Ups. So, und natürlich CD 1. So sehen die aus, also die genau umgekehrt wie die DVD, in diesem Fall in Gold und Schwarz gehalten. Die DVD bzw. die Blu-ray in Schwarz und Gold. Machen wir das Ganze mal wieder zu und widmen uns der Vinyl. Wir machen hier nochmal kurz etwas Platz. Ich mache aber diesen Hocker hier weg. So, wir kommen zu Vinyl. Sieht so aus, in Schwarz und Gold gehalten, sehr edel. Die Blu-ray war in so einem Hochglanz, Schwarz-Gold. Das Goldene glänzt ja auch wieder, allerdings das Schwarze hier etwas in so einer Matt-Optik. Auf der Seite lesen wir natürlich auch wieder Sammy Deluxe MTV Unplugged. Und dann haben wir hier vier LPs, also A, B, C, D, E, F, G, H Seiten. Also, wir haben hier vier LPs, allesamt natürlich doppelseitig. So sieht das aus, die ganzen Tracks hier verteilt. Und wir haben hier dann ein Gatefold zum Aufklappen und natürlich sowohl auf der linken
Also auf der rechten Seite dann die Vinyls, die hier echt schwer rausgehen. So, dann schauen wir uns mal an, wie das Ganze aussieht. Wir haben hier die A-Seite, so sieht das aus. Die Tracks hier auch nochmals. Und wir sehen auch hier noch die Tracks der B-Seite. Warum das? Weil die B-Seite in dem Fall nicht eigens beschriftet ist, sondern die B-Seite ist in diesem Fall mit Live-Programm oder Live-Fotos der Show bedruckt. Schön gemacht. Dann machen wir die Vinyl mal wieder rein. Und ich gehe mal stark davon aus, dass dieses Design sich jetzt auf alle vier Vinyls erstrecken wird. Also in dem Fall hier dann die Rückseite auch wieder bunt beschriftet, beziehungsweise hier mit einem Foto bedruckt. Und auf der anderen Seite, auf der C-Seite, dann wieder die Tracklist aufgeführt. Die Vinyls klassisch in schwarz gehalten. Und dann haben wir natürlich auch noch die zwei weiteren Vinyls. Hier mit E- und F-Seite. So sieht das aus. Auf der F-Seite dann dieses Bild hier, das wir auch schon aus diesem Booklet kennen. Und dann kommen wir auch schon zur letzten Vinyl. Und zwar sieht die dann so aus. Hier auch wieder ein Live-Foto und natürlich dann die Rückseite entsprechend beschriftet. Gut. Von innen dieses Gatefold so, also auch wieder hier ein großes Live-Foto inklusive der ganzen Beteiligten. Sehr schön. Sehen wir ja auch ein begeisterter oder begnadeter Sprüher und Tagger. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, ob er jetzt hier alle selbst verewigt hat oder ob hier jeder für sich unterschreiben konnte, aber ich gehe mal stark davon aus, dass hier jeder seinen individuellen Style hatte und das hier entsprechend eigens beschriften durfte. Dann haben wir drei Sticker mit dabei. Und zwar einmal diesen hier, Same TV Unplugged. Dann das Ganze umgekehrt in Weiß und Schwarz. Und dann haben wir noch dieses Schwarz-Weiß-Foto, das wir ebenfalls kennen von der DVD, von der Blu-ray. Da war das ja hier drinnen, genau. Und diese drei Sticker allesamt in Kreisform. Gut, und jetzt kommen wir auch schon zum letzten Inhalt. Und zwar ist das dieser hier. Wir haben hier einen riesen Karton, den wir dann zu einem Hocker falten können. Auch hier wieder beschriftet mit den ganzen Beteiligten. Same TV Unplugged lesen wir hier wieder. Auf der Rückseite sieht das Ganze so aus. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie man den am besten aufbaut. Also wir haben hier so innen auch nochmals Karton. Und so Faltlinien. Ich werde das mal kurz auf den Boden stellen und dort auffalten. So, also wir haben dann hier auf der Oberseite diese einzelnen Laschen, bedeutet man kann die dann entsprechend zusammenfalten, dass das Ganze dann so ineinander verhakt wird und dann mit Hilfe dieser Laschen ist das dann auch stabil und dann kann man sich da entsprechend draufsetzen. Soweit ich informiert bin, waren diese Hocker auch bei dem MTV Unplugged im Einsatz, bedeutet ihr habt dann mehr oder weniger genauso einen Hocker zu Hause stehen, wie auch die Gäste, die bei dem MTV Unplugged live vor Ort waren. Genau auf diesen Dingen sind die dort gesessen. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal dieser eben gezeigte Kartonhocker zum Zusammenbauen, zum Zusammenfalten. Dann die drei Sticker allesamt kreisrund. Dieses gute Stück hier, welches die Blu-ray des Live-Auftritts beinhaltet und natürlich die beiden CDs mit insgesamt 34 Tracks. Und dann noch die vier Vinyls, ebenfalls inklusive dieser 34 Tracks des Albums hier mit drauf. Ja,
Das alles in dieser wunderbaren Box SamTV Unplugged von Sammy Deluxe. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Sammy Deluxe unterstützen möchtet, dann findet ihr Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.